Was für ein Irrsinn. Der junge Winnetou muss in die ewigen Jagdgründe, weil sich eine Gruppe Empörter aufregt. Im Internet. Der Vorwurf kulturelle Aneignung, Verharmlosung von Kolonialisierung und Völkermord. Absurd. Wir reden von Kinderbüchern. Darin geht es um Kameradschaft, um Tapferkeit, um Mut, um Treue. Nichts davon zeigen die Verantwortlichen. Sie weichen aus, sie knicken ein, sie stehen nicht zu ihren Büchern. Sie verlieren den Mut, ohne ihn vielleicht je gehabt zu haben. Wir leben in verrückten Zeiten. Wer etwas vermeintlich Falsches macht oder sagt, wird verfolgt, gnadenlos, mit moralischem Eifer. Gleichzeitig werden Vielfalt und Toleranz gefordert, aber selten gelebt. Ein Widerspruch, der vielen gar nicht mehr auffällt, aber dazu führt, dass immer mehr schweigen, sich raushalten aus Angst vor möglichen Folgen und den Lauten damit das Feld überlassen. Ich halte das für falsch. Wir müssen das ändern. Wir müssen Stellung beziehen für eine offene Gesellschaft, für ein Streiten ohne Angst, für ein gemeinsames Miteinander. Nicht jene, die streiten, sind zu fürchten, sondern jene, die ausweichen, meinte eine bekannte Schriftstellerin schon vor mehr als 100 Jahren, gilt auch heute noch. Höchste Zeit, dass wir alle weniger oft ausweichen.